Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Kreativhelden. Ja, heute bin ich auf der Gamescom 2017 und hier rennen so unglaublich coole Menschen rum, die sich so richtig hart verkleiden, und genau die frage ich, warum sie das tun, warum sie Helden sein wollen und was genau dahinter steckt. Kommt mal mit. So, du bist der? Damian. Und die? Evelyn. Woher kam die Idee oder beziehungsweise auch so der Mut, dass du sagst, ja, ich pfeife drauf, ich gehe jetzt als Prinzessin? Ich mache mir da eigentlich nicht so Gedanken, was andere über mich denken. Ich hatte einfach Lust dazu, und wenn die Leute was zum Reden haben wollen, dann reden sie so oder so, dann kann ich auch mein Ding machen. Aber das Feedback war eigentlich echt positiv. Also alle Leute, die mich heute gesehen haben, fangen an zu lachen und sind glücklich und die finden das toll. Weil wenn man zu sich steht, dann ist man mit sich selbst zufrieden und ist auch egal, was die anderen sagen. So will ich das hören. Du bist die? Sarah. In echt auch? Oder ist es? Sarah. Ey, ich auch, siehst du? Oh, wir verstehen uns gleich direkt. Was ist das für ein Held, den du da verkörperst? Also ich bin Blood Moon Diana, das ist aus dem Spiel League of Legends. Und was fasziniert dich so an dieser Kriegerin, dass du sagst, ja, ich will so sein wie sie? Sie ist vom Charakter her sehr tough, weil sie hat die Familie verloren und jetzt will sie Rache nehmen und Gerechtigkeit und sowas. Und ich bin halt auch so ein gerechtigkeitssuchender Mensch, deshalb passt es ganz gut. Hast du tatsächlich das Kostüm auch selber? Ja, ich mache alles selber. Alter! Ich habe in meinem Leben gelernt, dass es wichtig ist, sich selbst zu lieben, sich selbst zu akzeptieren und respektieren. Und wenn das andere nicht können, dann ist es halt nun mal so. Aber es gibt immer Menschen, die zu einem stehen, die zu einem halten. Und deshalb hat man damit dann irgendwann einfach kein Problem mehr mit. Hast du denn auch so ein Lebensmotto, so ein Lebenskredo, mit dem du so deine Tage, die mal nicht so gut laufen, füllst? No risk, no fun. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Auch die Maus. Also wenn ohne Flachs, ne? Wenn ich so ein Kostüm auch nur annähernd hinbekommen werde, dann das wäre kreativ. Als was gehe ich? Als Schlumpf oder so. Weil sie nichts kann. Du bist der? Daniel. Und in seiner Figur heißt er? Loki. Loki? Ja, genau. Und das klingt schon fast süß, oder? Eigentlich ist der nordische Gott, also... Okay, ja gut, das ist ja nicht mehr ganz so süß. Ja, genau. Hast du so kleine Sachen auf dem Kopf, dann wirkt es auch hart. Woher holst du so die Inspiration, beziehungsweise auch so das Selbstbewusstsein, dass du jetzt hier so hingehst mit deinen kleinen Hörnern und das einfach durchziehst? Woher ich das nehme? Weiß nicht, ich bin so. Also... Ich kann mich halt alles verkleidern, laufe rum und mach's einfach. Also ich hätte auch irgendwie ein Bikini angezogen und rumgelaufen. Also das habe ich kein Problem damit. Das hätte mir auch gefallen. Ja. Wie, hast du das Ding selber gebaut? Alles selber. Ohne Scheiß? Wie lange sitzt man daran? Ich saß insgesamt 2 Wochen dran. Also eine Freundin hat mir geholfen gehabt, die Platte zu machen. Was ist das überhaupt hier? Thermoplastik. Warm. Natürlich. Ja. Du bist die? Sophia. Sophia und die? Alisa. Habt ihr das tatsächlich selber gemacht? Ja, ja. Das hast du selber gebastelt? Alles selbst gemacht. Alter! Was, ohne Flachs, das sagen wir bis jetzt alle, dass sie hier so kreativ sind und alles selbst basteln. Ich kann doch nicht mehr Strichmännchen malen. Das ist ja unfassbar. Wie lange sitzt man an so einem Kostüm? Ich saß 2 Wochen. Ich hab keine Ahnung, wie ihr das alle macht. Ne? Ich fühle mich so schlecht. Du bist die? Daria. Das klingt aber auch schon relativ heldenhaft. Ja. Jetzt erklär mir eins. Du siehst ja ultra scharf aus, ja? Ja. Was bist du für ein Held? Miss Fortune. Okay, ich habe keine Ahnung. Was macht die genau? Das ist eine Dekeri aus einem Spiel League of Legends. Und was macht diese Frau so cool, so tough, so heldenhaft? Eigentlich laufen. Sie kann sehr gut laufen. Ja, wenn die läuft, dann wackeln ihre ganze Körper wackelt mit. Und deswegen, dann lache ich das immer aus. Deswegen dachte ich so. Aber ich laufe jetzt nicht so rum. Heldtum, was dein Charakter jetzt wirklich ja so nach außen trägt, auch so ein bisschen in dir? Auf jeden Fall doch auch, ja. Das heißt, privat äußert sich das wie? Ich habe einen starken Beschützerinstinkt. Ich opfer mich für meine Freunde, für meine Familie. Das ist das Wichtigste für mich, und genau das Gleiche ist auch bei dem Charakter. So, meine Lieben, das war's mit der aktuellen Kreativhelden-Story hier von der Gamescom 2017. Ich habe gelernt, es gibt unglaublich viele verschiedene Helden. Es gibt super mutige und auch ein bisschen schüchterne, sehr, sehr schöne. Aber wichtig ist, sei immer du selbst. Wenn ihr das jetzt auch sagt, dann gebt uns einen Daumen nach oben, kommentiert, wer euer Lieblingsheld war, und schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Macht's gut!